Kurz vor Geschäftsschluss entdecken Passanten den blutüberströmten Mann in der Harburger Fußgängerzone und rufen Hilfe. Doch die Verletzungen sind zu schwer. Der 48-Jährige stirbt im Krankenhaus. Im Stadtteil ist die Nachricht von der Bluttat das Gesprächsthema. Hab ein Kollege mir gesagt, also der Mohammed ist umgebracht, ist tot. Also wie? Niemand weiß wie. Also mit Beil habe ich gehört, nicht schießen, mit Beil, also auf Kopf. Was Mohammed J. tatsächlich passierte, ist noch völlig unklar. Das, was wir wissen, ist, dass man offensichtlich mit massiver, stumpfer Gewalt auf diesen 48-jährigen Apotheker eingewirkt hat. Die Mordkommission hat die Ermittlungen noch am Abend übernommen, Beweise gesichert und den Tatort, ein leerstehendes Haus an der Lüneburger Straße 15, abgesperrt. Die Mordkommission ermittelt in alle Richtungen. Momentan haben wir die Täter nicht gefasst, damit haben wir auch kein Tatmotiv. Wir halten uns an die reine Faktenlage. Dieser 48-jährige Mann konnte eben zum Tatablauf in der Notfallbehandlung eben nicht befragt werden. Insofern müssen wir uns jetzt auf unsere Spuren konzentrieren, die wir auswerten. Fakt ist, der 48-jährige Mohammed J. führte eine Apotheke in der Lüneburger Straße, war im Stadtteil bekannt und beliebt. Sehr tragisch. Und dass man diesen Menschen kannte halt auch. Sehr traurig, ja. Der war ehrlich sehr netter Mann. Sehr netter Mann. Und das ist sehr schade, ne? Wenn ich mit den Kindern da drin war, hat er immer den Kindern Bonbons geschenkt und immer sehr nett, sehr lieb. Ich bin gerade schockiert. Was passierte Mohammed J.? Warum musste er sterben? Um diese Fragen zu beantworten, braucht die Polizei Unterstützung. Die Mordkommission spricht aktuell schon mit Zeugen, aber natürlich, wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, und dann geht es natürlich um den Tatzeitraum, rund um 19.30 Uhr gestern, Bereich Lüneburger Straße in Harburg, wer dort etwas Verdächtiges beobachtet hat, da bitten wir natürlich dringend um Kontaktaufnahme mit der Polizei Hamburg. Letzte Spuren der Bluttat beseitigt die Stadtreinigung innerhalb weniger Minuten. Die Polizei dagegen wird noch deutlich länger mit dem Fall beschäftigt sein.